Diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minas Ithil. Es heißt jetzt Minas Morgul. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Deine Fähigkeit, Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Dann müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Ich kann einfach nicht sagen, woher diese Schreie kommen. Okay. Komisch, wie die sich hier durchschleicht. Okay, ist zwar eine Elbin, aber trotzdem. Die schleicht sich durch, keiner bemerkt sie, aber wirklich niemand. Die Neuen werden alles tun, um diesen Ring zu erlangen. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Zeit zu sterben! Ich bring dich her! So, ich nehme auch noch mit. Los, Altariel, mach mal ein bisschen hin. Wo willst du hin? Du bist ja hier hoch, oder? So, eine kleine Armee haben wir ja schon. Und die schleicht wieder mitten durch. Interessiert hier keinen. Ja, Altariel. So, jetzt machen wir das halt so. Bringt ja nichts, wenn die einen entdeckt haben. Altariel, komm! Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein. Niemals. Oh, hübsche Gargoyles. Plötzlich sind alle gespawnt, oder was? Los, komm! Lauf mal schneller, Altariel, das... Es muss einen Weg geben, die Nazgul für immer zu bezwingen. Wenn es ihn gibt, kenne ich ihn nicht. Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Also eigentlich sind die relativ einfach zu bezwingen. Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er dasselbe mit dir tun. Zu mir, Talion. Das Licht errennt, es schützt uns. Und eigentlich müsste er es auch wissen. Du schickst deine geraubten Krieger ins Verderben. Suladan, ah ja. Er hat uns eines Gefolgsmanns beraubt. Verstehe ich halt nicht. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich müssen sie es wissen, dass es halt diese Prophezeiung gibt, dass kein Mann die Nazgul töten kann.
Eben weil es nun mal nur Frauen können. Warum auch immer. Ich muss so ein bisschen drauf achten, wo der Tarje ist. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir hier noch jemanden in Brand stecken, das wäre ganz cool. Sagte ich. Könnte ich ein paar Leute explodieren? Wir könnten eigentlich auch Folgendes machen. Können wir ein bisschen Verstärkung suchen, wenn es geht. Wird aber wahrscheinlich nicht gehen. Oh. Hä? Ich war doch drin! Willst du mich verarschen? Ich war doch extra drin! Der ist so OP. Okay, dann muss ich jetzt noch ein bisschen Macht sammeln. Den Ringschmied erwartet ein besonderes Schicksal. Ja, und Altari ist tot. Was? Willst du dich verarschen oder was? Bisschen mehr Leben. Geh weg, bitte. So. Komm, geh weg, Altarie. Na, willst du angreifen? Hier, komm, halt mal kurz. Wir sind unbesiegbar. Die Elben weiß das. Die Musik bestimmt jetzt nicht wirklich. Ja, brenn schön. Wisst ihr, was ich mal noch ganz kurz mache jetzt? Die Fähigkeit mal wieder umskillen. Weil das mich jetzt echt gerade die ganze Zeit ankotzt. Ich hatte das auf Gift, glaube ich. Und das mache ich mal wieder hier drauf. Dann nehme ich jetzt mal den Drachen mit. Und wohl eigentlich, der Graug ist schon sehr genial, besonders für Sachen wie erobern von alle dunkle Macht verblasst vor dem Licht Galadriels. Komm. Warte noch rechtzeitig. Die Festung erobern, wollte ich sagen. Also gerade in Festung erobern. Oh ja. Du kannst die Neuen nicht beschwingen. Schließ dich ihnen an. Lernen wir ein bisschen Sachen
über die. Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König! Hattest du eine Vision? Ja. Dann verstehst du es. Dieses Volk war einst mächtig, doch einem Ring der Macht konnten sie nicht widerstehen. Saurons Ringe wurden geschaffen, um ihre Träger zu unterwerfen. Das begriff ich viel zu spät. Aber nun habe ich einen Ring geschmiedet, der perfekt ist. Dieser ist rein. Rein wovon? Frag ich mich. Ja, also natürlich sind die neuen Ringe der Macht früher an die alten gondorianischen Königreiche gegangen. Solange dieser Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Doch es gibt andere Orte in Mordor, die wir erobern können. Wir müssen nur unsere Armee verstärken. Bei der großen Schlacht in Minas Morgul. Andere Orte gibt's jetzt nicht wirklich. Weil ich alle schon erobert habe. Aber ich glaube, dass das alles war. Kann natürlich sein, dass es jetzt praktisch erst freigeschalten ist, aber das glaube ich fast nicht. Gib mir mal ein bisschen Feuer, mein Guter. Stell mich sogar extra rein. Egal, was da rumläuft, ich will es tot sehen. Er wollte mir kein Feuer geben. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mit dem Bild... Also ich heile mich zwar bei Feuer, aber es kann auch sein, dass ich jetzt viel weniger anbrenne. Das ist natürlich dauert irgendwie nicht ganz so geil. So, wo ist denn? Ah, alles klar. So, ein paar Minuten haben wir noch. Vielleicht schaffen wir da noch eine Mission. Die letzte Totenmission, wenn ich das richtig sehe. Durch eure Wacht wurde ich neu geboren, Brüder! Zieht euch um! Die Orks, die diese Stadt stürmten, dies ist unsere Armee! Nicht Saurons oder die des Hexenkönigs! Die Herrschaft dieser Sklaventreiber ist beendet! Denn wir erheben uns! Soxakolyten waren nicht untätig. Ein Nekromant ist niemals wirklich tot. Na toll. In der Arena wimmelt es vor toten Uruks, Opfer der Belagerung.
Eine angehende Armee. Ich probiere jetzt mal die Totems zu reinigen, ohne dabei entdeckt zu werden. Ushak. Einfach gegen berittene Bestien. Was muss gemacht werden? Warum kann ich jetzt hier keinen Drachen rufen? Kann das mal einer erzählen? Komm, einen krieg ich doch hoffentlich. Okay. Entflammbar ist auch gut. Stimmt, eigentlich müsste ich die ja alle irgendwie entflammen. War natürlich nicht für den reserviert. Mann, Untote sind so scheiße stark in dem Spiel. Oh Gott. Komm, gib mir doch bitte einen Drachen. Ist ja so nett. Jetzt so gerne einen Drachen. Oder einfach nur ein bisschen Feuer. Einfach nur ein bisschen viel Feuer. So ein bisschen anbrennen hier und da. Hey, aber er brennt immerhin. Was auch immer das für eine Art Brennen ist. Okay. Den haben wir schon mal. Ratten gibt's zumindest hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kriege ich immer Leben zurück. Wenn die schon hier nicht brennen wollen. Oh ja. Ach. Guck mal an. Alle, die ich jemals gekillt habe, und Bruce ist auch mit dabei. WTF. WTF. Und ich habe gedacht, er ist endgültig tot. WTF. Ja, Bruce. Oder ist das ein Spielfehler? Was? Der macht doch keine Geräusche. Hallo? Okay, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Ich guck mal, dass die möglichst hier hinlaufen. Wenn ich die gleich alle durch Feuer killen kann, das wäre super. So, dann ist der schon mal endgültig tot. Hoffentlich. Ich mach einfach mal. Immer schön drauf. Immer schön drauf. Hör auf, dich aufzuladen. Also diese Untoten tanken echt mega gut.
verstehe, warum so viele Erdes dieses Bild nehmen. Statt das Feuerbild. So, dann kommen wir her. Ja, genau. Warum mussten die eigentlich unbedingt Bruce nehmen? Das hätte auch jeder andere getan. So, ich probier mal. Okay, wie soll ich den kriegen? Ich habe keinen Plan jetzt. Ich meine, er ist ja auch gleich tot, aber... Was? Ich hasse Bruce. So viel zum Thema, er ist gleich tot. Und ich glaube, meine Platte läuft auch gleich voll. Ach Gott. So, jetzt aber. Stirb. Ab von dem Kopf. Und es war es hoffentlich endgültig für ihn. Ich will ihn nie wiedersehen. So, da haben wir noch ein Totem. Ein 52er ist dabei. Ach, das ist glaube ich der. 4er und 1er sind auch mit dabei. Ich glaube, das sind die vom Schemen. Wenigstens kann ich den leicht killen. Machen wir mal ein bisschen hell hier, ein bisschen mehr Feuer. So, rechtzeitig noch hoffentlich. Okay. Dann haben wir das. Das ist alles voll. Dann gehen wir mal zuerst auf den Einser. Oh mein Gott, das ist den, den ich... Oh. Na gut. Der war legendär mal, weil ich mich erinnern kann. Guck mal, ich kann jetzt auch hier oben bleiben und hoffentlich ein bisschen anbrennen. Was magst du eigentlich so? Entflammbar? Vielleicht könnte ich das jetzt noch relativ schnell beenden. Vielleicht. Wenn ich jetzt... Nee.
Nö, natürlich nicht. Berittene Bestien, leichtes Ziel. So, jetzt brennt er wenigstens ein bisschen. Ach, und hat doch Feuerwaffen. Ja, warum auch nicht? Oh Gott, ich liebe das. Er macht mir halt wirklich null Schaden. Was mit dem? Baka. Sag doch einen Ton. Ich finde bloß die Übersetzung ist auch da ein bisschen schief gelaufen. Bagger der Fliegen. Dann, wenn dann Bagger Herr der Fliegen oder so. Beschusssicher, ja, wieso denn nicht? Oder ist der Typ schon wieder? Ich hatte dir doch gesagt, dass ich wieder auferstehen werde. Und dennoch versuchst du mich erneut zu töten und scheiterst. Du begreifst es nicht. So. Der Flammer benommen. Oh Gott. Dann guck ich mal, dass ich den wieder so irgendwie... so wieder kriege. Dann guck ich mal jetzt noch nach einer Ratte. Ratte hatte ich gesagt. Eine Ratte, bitte. Da hat irgendwas geleuchtet. Sind zumindest schon mal Orks. Oh, untote Orks. Na gut. Oh ja, Feuer. Feuer ist gut. Aber ich habe das Gefühl, Feuer hält mich nicht mehr so stark. So, wie sieht's denn aus, Jungs? Die wissen nicht, wo ich bin. Natürlich trifft es wieder den Falschen. War ja klar. Dafür sind jetzt alle da weg. Das heißt... Du begreifst es jetzt nicht, wahr? Die Toten sind nicht tot. Sie warten nur auf jemanden, der sie anhört. Der ihren Rufen lauscht. Sobald du aus dem Weg bist, werden wir alle wieder auferstehen.
Okay, das ergibt jetzt keinen Sinn. Weil eigentlich müssten die sich jetzt alle schön hinlegen. Ach, haben sie auch. Ah, der müsste es eigentlich auch machen. Weil ist ja Untoter und so, ne? Haha! Was? Da hat er mich selbst überrascht. Okay, dann laufen wir mal woanders hin. Kommst du her? Na komm! Wir werden noch Verbündete sein, beziehungsweise ich werde deine Macht nutzen, glaub mal. So, irgendwas war hier. Ah, genau, da wollte ich hin. Komm mal her. Das ist alles sehr vertraut. Was denkst du? Wie viele Leben ist mir doch egal. Offensichtlich nicht genug. Komm jetzt her, komm. Ich warte nicht ewig. Na komm. Komm hochgeklettert. Und lauf einmal außen rum. Ja. Genau so. Dann kommst du jetzt zu mir, bitte. Und tschüss. Flieg mal eine Runde, komm. Hast nicht Angst vor Feuer? Sag mal. Willst du nicht ein bisschen rennen? So, probieren es halt wieder mit Helis. Wenn es sein muss. Ich meine, genug Pfeile haben wir auf jeden Fall. Leider schlecht funktioniert alles, was ich jetzt probiert habe, funktioniert nicht. Helis wissen wir funktionieren eindeutig. So, dann komm mal her. Du kleiner Mickriger, Speerwerfer. Ich finde es aber gemein, dass es immer Jäger sein müssen. Jedes verfickte Mal. Ja, und ich kann nicht zielen. Ja, komm mal her, dann kannst du mein Verbündeter sein. Mein verbündetes Steak. Reicht das schon? Ich hoffe. Ja! Oh, hier haben wir noch einen Krogfass für dich. Ja, sehr gut. So, endlich! Töte mich, Waldläufer. Ich werde mit den Toten warten. Dann erheben wir uns gemeinsam. Und ciao. Komm bitte Köpfchen jetzt. Kann es nicht sein, dass du jetzt nur einfach reinstichst. Ja, komm. Nee, wenigstens... Oh, der kommt doch wieder. Ich weiß es doch. Der kommt doch wieder. Es ist Karnen. Gereue nicht vom Feuer zu Asche gemacht. Werde zu Asche und Kerkriemen. Ja, oder so. Ich hab's dir doch gesagt. Untote wird Untoten bezwingen. Oder so. Jetzt wissen wir auch, wie genau das funktioniert.
was das zu bedeuten hat. So, jetzt will ich mal gucken. Ausrüstung. Wir haben uns einen neuen Ring. Arkane Rune. Och nö. Okay. Ich nehme an. Was ich mal ganz kurz mache, Aufträge angucken. Ich nehme an, wir müssen tatsächlich. Und die haben ja alle erobert. 29%? Warum hat er nur 29%? Das verstehe ich nicht. Kampfgruppen haben wir 100%. Achso, das sind Bruce-Aufträge, okay. Kanon-Aufträge haben wir 100%. Okay, dann müssen wir jetzt nur die Eltari-Dinge machen. Und das sind auch noch Verteidigung. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Das heißt, ich werde dann offscreen ein bisschen looten. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Und, ja. Krass, ey. Krass. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In alter Frische. Dann nach der Hochzeit. Also ich heirate nicht. Meine Familie. So. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.